in WAF rein. Weil Dragon Age ist. Ich mag es nicht unter Zeitdruck dann irgendwas zu machen. Na, wenn ich weiß, ich muss noch weg oder ich habe. Was heißt muss? Ich habe noch was vor. Ich will mich da nicht zeitlich unter Druck setzen. Pokalviertelfinale, wichtig und richtig. Habe ich das schon gemacht? Ja. App sieht gut aus, Geld sieht nicht mehr so gut aus. Dann sieht alles gut aus, ne? Wollte ich hier jetzt ein paar hochziehen schon oder nicht? Nee, ne? Ich wollte die erstmal im Lager lassen. Bis. Okay, wir können nochmal verhandeln. Hier war, wenn ich mich richtig erinnere, Spieler, die wir eigentlich nicht brauchen. Mehr für Aktionspunkte, ganz ehrlich. Zinsen immer gut, wir brauchen das Geld. Bisschen mehr Geld, ne, Freunde? Oh, Moment mal, mein Dings hängt. Ja, erste Mannschaft müssen wir spielen lassen im Grunde. Da gibt es keine drei Meinungen. Zwei schon mal gar nicht. Pokal wichtig. Rein da! Pokal. Wir haben noch gewonnen, das letzte.
Pokal muss ich all in gehen. Heute wird euer Tag. Hoffen wir das Beste. Kommt schon, ey, Pokal! Alter, Digga! Komm, leck mich doch am Arsch! Ey, das fängt doch schon wieder so kacke an. Das ist doch scheiße. Das ist doch wirklich scheiße. Team! Ah, den habe ich gerade ausgewechselt. Team! Team! Ey, ich gebe als Titel Triple ein. Hier beim Stream und wir fliegen nach dem ersten Spiel aus Triple Traum raus. Geil. Ja, was soll ich machen? Mal kurz mal wieder hier. Ich weiß halt echt nicht. Quickly, welche Note? Vega spielt nicht gut, ne? Ey, immer wenn Stevens kam, hat er Leistung gebracht. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Das kann nicht wahr sein. Okay. Man muss nur die Innenverteidiger als Freistoßschützen haben. Schon läuft's. Hätte ich mal vorher gesehen, dass Innenverteidiger das können. Ich dachte, das war immer nur Scheiße von... Egal. Okay, Bayern weiter, Leipzig weiter, Magdeburg weiter. Wir wissen alle, was ich will. Wir wissen auch alle, was ich bekomme. Kann ich jetzt mal weitermachen? Geht doch. Schmeckt.
Oh, bitte, lieber Gott. Gib mir Magdeburg heimwärts. Komm. Magdeburg zu Hause. Magdeburg zu Hause. Du dreckige... Magdeburg auswärts. Komm schon, 33%. Magdeburg auswärts. Magdeburg. Jawohl. Wichtiges los. Ach, auf Schalke, widerlich. Okay, der hat das Tor geschossen, der darf. Na, Gabi ist noch nicht so ganz fit. Adju. Klar, warum zum Fick hab ich... Ach so, weil der gesch... Er hat sich verletzt, der leckt mir doch am Arsch. Was hat er? 4 Tage Gespräch vereinbaren, auf jeden Fall. Dann kann ich ja schon mal sagen... verletzt. Okay, 71, hier können wir ein bisschen mehr machen. 21, 2, 1. Ja, das passt so eigentlich. Das passt so. Das passt so. Vega, Fofana. Hallo! Scheiß Schalke! Ach komm, Dortmund, strengt euch ein bisschen an. Ey, das sind nicht wir, obwohl da wir standen. Was soll... Hau ihn um! Geil. Oh mein Gott, wie kann ich denn ohne meine Schwicker-Ausrüstung überhaupt hier streamen? Kein Wunder, dass nicht läuft. Kein Wunder, dass nicht läuft. Das war knapp. Es sind doch nur 9 Grad, Uf Schalke. Hm. Das gibt's doch nicht! Warum ist er immer Prime? Hä? Prime? Manuel Neuer im Gegnertor. Madruel. Wir haben noch 8 Ansagen, ne? Brauche ich noch nicht. Ich meine, wir liegen nicht hinten oder so, ist es 0-0. Wir sind die Stand jetzt, finde ich, bessere Mannschaft. Was willst du da machen?
Es ist zum Verzweifeln. Das ist nicht gut. Das ist leider gut gespielt. Wir haben aber einen wahren Abwehrgott. Scheiße. Okay. Wir haben jetzt nur noch englische Wochen, war das so? Ja, ne? Oh mein, ey, der ist sowas von drin, der Ball. Lächerlich. Komm. Was ist das denn? Jetzt haben die auch noch eine rote, komm. Sind die jetzt in Unterzahl besser? Willst du mich jetzt verarschen? Kann doch nicht wahr sein, ey. Pass auf, vor. Gabri auf jeden Fall. Ein Wechsel nur noch möglich, scheiße. Ja, dann will ich eigentlich offensiv wechseln, ne, weil... Der hat eine scheiß Note. Wer ist denn das? Ach, der da. Warum habe ich den nicht spielen lassen? Warum ihn? Na egal. Ja komm, Ivandic für... Vega. Vega hat mich nie überzeugt bisher. Ach komm! Ey, in Unterzahl! Oh Gott. Ich konnte gar nicht so schnell drücken, da haben sie schon wieder... Okay, Konter. Komm, jetzt das 1-1, das muss direkt fallen, sonst ist doof. Ich habe den Ball überhaupt nie gesehen. Das gibt es nicht, oder? In Unterzahl verlieren wir auf Schalke wahrscheinlich. Also ein Sieg wird es ja wohl nie mehr. Komm, ey, wenigstens ein Unentschieden. Nee, wir verlieren auf Schalke. Bayern gewinnt. In Überzahl verlieren wir auf Schalke. Ey, mit das Ergebnis schlecht. Support, die Besten der Welt. Wie sehen Sie, Enrico Maaßen leistet gute Arbeit. Fuck, ey! Und da sind es nur noch 7 Punkte bei noch 21, 14 Spieltagen. Das ist nix. Also, das war jetzt ein richtiger Wichstritt in meinen Wichseier, ey. Ja, das ist wirklich ein XG-Wert von, was hatten wir, 5? Das ist echt ein Witz, ey. Was hat er denn? Antritt, Ballgewinne, Manndeckung, Stellung, Spiel, Zweikampf. Ja, dann hätte ich gern Kopfbälle tatsächlich. Gute Besserung, du Idiot.
Ey, Enric spielt jedes Spiel gefühlt durch und jetzt heult er rum, weil er einem... Ach komm. Ach komm, Enric! Ach komm, ey! Wetten wir, wir spielen jetzt gegen Paris? Fuck! Ah ne, ist ja gar nicht Paris, aber trotzdem. Fuck, ey! Okay, Freiburg, wie ist Kalender? Okay, Freiburg, okay, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Enric ist in der Champions League fit gegen Freiburg und Köln. Ist nicht ein... Okay, Schalke war eigentlich auch nicht schwer. Aber okay. Warte, nochmal gucken. Zweimal jetzt keine englische Woche, ne? Also einmal. Sagen wir einmal. Fuck, ey. Das waren so verschenkte Punkte. Nein! Oh mein Gott! Okay, wir können ihn wieder hochziehen. Okay, alles klar. Okay, die kommen für die zweite Mannschaft, logischerweise. Ja, ich verliere ja immer welche. Kann ich hier irgendwelche hochziehen? Erst ab 17 war das, ne? 16 geht nicht. Okay, alles klar. Dann, Vertragsverlängerung ist gut. Fuck, ey. Ja, Medienkampagne klappt mal wieder nicht, wie immer. Apropos, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Gute Besserung. Okay, das ist ja okay erstmal. Wichtigste ist keine Ausstiegsklausel. Zweite Mannschaft akzeptieren wir. Oh, da gibt es ein bisschen mehr Geld, das ist gut. Nehmen wir. 2,7 haben wir auch wieder 800.000 mehr. So, was ich hier wollte ich hin. 5 Tage noch, okay. Und dann hier 4. Aha, Mitglieder werben. Okay. Das hatte ich nämlich vergessen, danach zu gucken, ob das geht. Zweite Mannschaft, die Ausstiegsklausel erstmal weg. So. Egal, Hauptsache zweite Mannschaft, Ausstiegsklausel weg, fertig. Wichtig und richtig. Okay, Invot für Stevens. HI, wo ist denn hier der 11-0er? Zack. Asi Dingsons-Kampf ist andauernd verletzt. Ich könnte Invot aber auf die Bank packen. So?
noch kann er ja spielen. Duelist war's. Okay. Form 9, aber komm, ich lass ihn mal spielen. Scheiß Schalke, ey. So, wir sind wieder wütend. Und ist kaum ansprechbar. Egal. Komm, ey. Jetzt läuft mal wieder nicht. Pokal nur durchgeschummelt. Ah ja, das war ja gegen Freiburg. Ach, Vega hätte... Ach, Gabriel hätte ich reinbringen können. Ich Depp. Statt Louis Richter. Oder Louis Richter. Keine Ahnung, wie man den Typen ausspricht. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Okay, jetzt wäre ein Sieg wichtig. Bayern liegt hinten. Dass wir wieder auf 10 Punkte kommen. 7 ist halt echt unangenehm. Wichtig. Okay, das ist eine gute erste Halbzeit. Punkt. Wie viel Ausdauer hat denn Gabri? Gelber Bereich bringe ich später. Du spielst gut. Können wir da auch sagen, du spielst gut bei 3,5? Scheiße, nein. Also 3 Spiele Vorsprung hätte ich gerne, statt 2. Bei so einem langer noch der Saison. Bin ich ehrlich. Ja, komm. Hi, Daytona. Ja, so wichtig. Jetzt hier die 2 Spiele auch ohne Hendrik. So, zack, zack. Der muss wieder Spielpraxis sammeln. Zack. Eben habe ich Davi Danilic gebracht, ne? Stevens oder Dari Ranulic? Der hat mehr Fitness. Für, wer hat die schlechtere Note? Vega, dann Vega mal wieder raus. Jawohl, Bayern 2-0 hinten. Wichtig. Hallo Fliege, wie viele Taschentücher liegen bei dir rum? Wetten, ich kann mehr Rotz produzieren als du? Oh, bist du krank? Kuss. Da tut mir leid. Ich hab hier... Ich habe hier gar keine Taschentücher, glaube ich. Eine Packung irgendwo vielleicht? Wenn es hochkommt. Hast den Schnupfen eingefangen? Da tut mir leid für dich. Okay, perfekt. Wir haben gewonnen, Bayern verloren. Absolut perfekt. Der letzte Spieltag ist quasi null und nichtig gemacht worden. Und wir sind einen Spieltag näher an der Meisterschaft. Wichtig. Da sind wir wieder bei 10.
Dortmund, alter Vater, was ist denn mit denen dieses Jahr los? Ja, nicht so gut. Oh, Leipzig kommt aber, ne? Gut, dass ich im Pokal nicht gegen die spielen muss. Privatleben. Alles gut, das schmeckt. Okay, da können wir ja sogar noch was machen. Habe ich mit Endrik gesprochen? Ich glaube ja. Müsste. Schauen wir uns mal die zweite Mannschaft an. Tabelle. Ja, okay. Wird wohl nichts mit dem Aufstieg. Aufstellung. Wo sind denn jetzt? Okay, der wird auf jeden Fall. Da überlege ich mir, ob ich den verleihen werde nächstes Jahr zu irgendwie erste oder zweite Liga. Für Spielpraxis. Hä, wo ist mein Linksverteidiger? Okay, gelb-rot. Dann könnte ich mal. Ja, ich könnte noch was mit der Familie machen. Machen wir mal. Schwimmbad. Ach, Quatsch. Fußballturnier. Mit ihr sprechen. Danach war englische Woche, ne? Ich überlege gerade was. War das Fail noch oder das Holland-Spiel? Ja, ne? Sehr gut, Lukas Strommer. Conference League, Zwischenrunde. Oh, juckt mich nicht. Ich kann eh nur noch ungefähr eine Viertelstunde machen, dann muss ich weg. Deswegen habe ich auch Dragon Age abgebrochen. Ja, guck mal, habe ich heute zweimal nur eine. Oh, zwischen Tür und Angel. Ja, klar. Zufriedenheit, Fans. Ja, klar. Currywurst. Ja, klar. Mitarbeiter, ja klar. Ja klar. Wenn ich Nein sage, dann heulen sie rum. Ich muss mir nur einkaufen, ey. Das wollte ich gleich noch machen. Einkaufen. Achso, ja. Ich muss noch ein paar Sachen abklappern. Morgen ist Konferenz, das habe ich vergessen. Normal kaufe ich immer ein nach Schule. Ich habe das komplett vergessen, dass morgen eine lange Konferenz ist. Muss ich noch. Und dann gehe ich eh für die Woche einkaufen. Ja, das ist immer so dumm. Also nach der Schule einkaufen, voll geil. Logisch, liegt halb auf dem Weg. Und dann habe ich es heute vergessen. Weil ich wollte nur sicher nach Hause kommen, tatsächlich.
Weil es hat hier ziemlich angefangen zu schneien und ich habe seit 2 Wochen Sommerreifen drauf, weil ich nicht damit gerechnet habe. Kennt man doch, ne? Von O bis O. Das ist dann halt nicht so gut, sagen wir es so. Ja, ich bin jetzt nicht gerutscht oder so. War halt trotzdem nicht so gut, ne? Hab's da, ja, Mittwoch, Donnerstag soll es hier mega schneien. Da bin ich mal echt gespannt. Ich mach mal keine Ansage. Zu Hause gegen Köln. Bayern zu Hause gegen Hoffenheim. Ey, aber 40.000 Fans sind da. Geil. Fast 2 Drittel gefüllt. Oh, nee. Scheiße. Ich hätte eine Ansage machen sollen. Mein Torwart ist so scheiße, ey. Muss den Polster auf aber dreimal sagen. Oh, scheiße. Tut mir leid. Ey, der hält wieder nix, ey. Das ist so Max Uhlig-Level. Gut, dass ich ausmache. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock. Wenn jetzt wirklich der nächste Torschuss auch einfach drin ist, von denen mal aus, dann gehe ich jetzt schon los. Weil es macht halt echt keinen Spaß, wenn der eigene Keeper wirklich jeden Ball reinlässt. Und der Gegnerkeeper halt 40 hält. Das Schalke-Spiel hat mich schon angekotzt. Da war das nämlich so. Wir hatten einen X-Wert von 5 und die von 0,8 oder so am Ende. Es macht halt einfach keinen Spaß so. Etwas. Ja, das ist gut. Ja, und jetzt passiert ja hier auch gerade wieder absolut gar nichts. So. Wenn wir Chancen hätten oder irgendwas. Ja, pass auf, die halten wieder alle Bälle. Können der Trainer wohl meinen Torwart aufgestellt. Ja, warte, warte, wer war? Jawohl! Ach komm, leck mich, wie du hast es denn. Hi, erstmal Heini69. Ach, das ist nie im Leben abseits! Scheiße. Das Problem ist, der andere Torwart hält noch weniger. Der hält wirklich keinen einzigen Ball. Der war 3 Stärke oder 2 Stärkepunkte stärker in Liga 3 als alle anderen und hat jeden Ball reingelassen. Etwa zum Kotzen. Etwa zum Kotzen. So wie das hier gerade. Jetzt komm! Ja, komm, ey. Wesentlich aktivere Nuttenmannschaft seid ihr, ey. Ich weiß ja eh schon, dass wir wieder 12 Chancen brauchen. Oder eine. Ja, Gensu wäre gut, ey. Boah, ich kann auch jetzt schon nicht wieder den Vorsprung, den ich gerade hatte, hier verkacken. Komm, Steve, immer wenn er reinkam, hat Stevens was gebracht. Ah. Wenn Stevens jetzt das Tor macht, nennt mich Gott. Ach, Scheiße. Kein Endrick, kein Party, ey. Da waren statt 10 schon wieder 8 Vorsprung nur noch. Ah, oder machen wir 7 raus. Wenn der, ich schwör bei Gott, wenn der wieder direkt drin ist. Das kann wirklich nicht sein, dass kein mal den, dass die nie den Ball halten. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Ey, das kann doch wirklich nicht sein, dass jeder Ball im Tor ist.
Nein! Ist mir jetzt scheiße. Okay, wir haben noch eine Chance. Unentschieden, lass ich drüber reden. Ey, es macht einfach keinen Bock so. Es macht echt keinen Nerv, wenn der Torwart nicht einen Ball hält, ey. Boah, das ist so nervig. Ach, halt's Maul, du Nuttenmoderator. Wie fühlen Sie sich jetzt? Total enttäuscht. Meinung zum Gegner. Ficken Ihre eigenen Eltern. Eigene Schwäche entscheidend. Und zwar unser Nuttentorwart. Da sind es nur noch 7 wieder, ey. Es ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Ein Spiel mache ich noch und dann safe-scamme ich. Das ist mir so egal. Also es kann doch wirklich nicht sein, dass unser Torwart nie Bälle hält. Egal, wen wir da im Tor stellen. Jeder Schuss ist drin. Hey, es ist so nervig. Und jetzt Feyenoord. Das mach ich noch. Ich schwöre, wenn der wieder keinen Ball hält, ne, dann mach ich aus. Also aus mach ich eh danach, aber dann mache ich, safe scam ich auch das Köln-Spiel. Das ist mir so egal. Also das ist doch wirklich auch nicht mehr lustig. Ne? Ey, er hat nicht Form 1. 5-5 ist nicht gut, aber jeder Ball drin. Ja, der Torwarttrainer ist auf Max, das hat damit nichts zu tun. Das ist immer in dem Spiel so. Man braucht 40 Chancen und jeder Gegnerschuss ist drin. Es macht halt echt keinen Bock so. Ich habe mal eine Saison, ne, damit du Bescheid weißt, in der dritten Liga, wo der Torwart der stärkste Spieler war, hat der 33 Bälle hat er gehalten, 43 waren drin. Ey, es ist halt wirklich so behindert von diesem Spiel. Schlimmer als Ronk. Ja, so extrem jetzt nicht. Ja doch, so extrem anscheinend doch. Ja, hier nicht. Ich spiele aber auch mit dem Patch. Und du siehst es doch, jeder Nuttenball ist drin. Ist halt so nervig. Komm, direkt Endrick. Ist mir jetzt egal. Wobei, lieber nicht. Ist halt wirklich nur nervig. Ja, ist okay. Passt alles. Kein Bock jetzt. Ach, jetzt habe ich keine Ansage. Ach, ist ja auch egal. Ah, okay. Wie gesagt, ich... Wenigstens haben die auch mal einen scheiß Torwart. Immerhin. Duell der Nuttentorhüter. Ja, wir wissen ja, Auswärtstore gibt's ja hier noch. Gerhard Köhler, wenn der drin ist, ist instant aus. Ist mir sowas von scheißegal. Ah, okay, sehr gut, meine Abwehr. Komm, mein neuer Freistoßschütze, mein Innenverteidiger. Alles klar. Immerhin sind die Gegner-Keeper genauso scheiße. Also jetzt zumindest.
Wo haben wir denn? Okay. Er hält den Ball! Er ist wieder da. Ich habe leider den schwierigeren Weg gewählt. Ich habe mir eine Mannschaft aus der 5. Liga gesucht. Weil ich glaube, wenn du einen eigenen Verein gründest, kannst du wenigstens Potenzial gigantisch machen, ne? Ich habe leider Potenzial klein. Deswegen kriege ich kaum Fans ins Stadion oder so eine Scheiße und habe kaum Mitglieder. Das ist echt hart. Nervig. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das im Editor geändert. Da habe ich null drauf geachtet. Leider. Hast du denn bei deinem neu gegründeten Verein Potenzial gigantisch gemacht? Ich glaube, das kann man dann da einstellen, oder? Ich habe noch nie Verein gegründet, wurde mir nur erzählt. Ich glaube, die erste Saison ist auf jeden Fall hart, ne? Weil du so ein Geier-Team nur hast und kein Geld. Da war natürlich hier bei mir besser. Ach komm. Ach so, alles gut. Als du deinen Verein gegründet hast, hast du Potenzial gigantisch eingestellt wahrscheinlich, oder? Aber noch einer ist noch möglich. Ja komm, der muss auch mal wieder spielen. War alles auf Mittel. Auch Potenzial und so? Kann man das nicht einstellen? Na komm, jetzt 3-1 wenigstens. Ja genau, erste Saison habe ich gehört, ein Kollege hat Verein gegründet, das ist halt sehr hart, ne, weil du nur so scheiß Spieler hast. Also richtige Scheißspieler. Aber ey, ich bin hier auch einmal nie aufgestiegen, dank meines Torwarts, der ja jeden Bein reingelassen hat in der Liga 3. Oder in Liga 4 war das sogar. Das war echt zum Kotzen. Ja, das war ganz schlimm. Ja, geil, das schmeckt. Habe ich noch Zeit für ein Spiel? Ich glaube, ein Spiel habe ich vielleicht noch Zeit. Dortmund-Spiel, wenn das jetzt schnell geht, müsste ich noch hinkriegen. Ja, komm, ist okay. Dortmund haut mir eh wieder den Huckepack voll, ey. Okay, Dortmund, Dortmund, Dortmund. Endrick auf jeden Fall starten. Ist Inwood. So, auf Inwood lasse ich starten. Ah, nee, ist Dortmund, ne? Scheiße. Geändert jetzt logischerweise. Quickly, du machst heute ein Tor auf jeden Fall, Kappa. Muss ich mir ein bisschen beeilen. Bin mehrmals nicht aufgestiegen. Ja.
Ah, okay. Ich bin jetzt in der siebten oder... Bin jetzt in der achten oder neunten Saison halt. Triple habe ich noch nicht geholt. Nee, nee. Aber ich habe Pokal, Meisterschaft und Champions League wenigstens schon geholt. Von daher nur nicht alles in einer Saison. Das ist mir aber auch nicht so wichtig. Boah, ich sag mal so, Bayern liegt wieder hinten, wenn wir jetzt wieder gewinnen. Ach komm. Ich weiß. Oh, das schmeckt. Wenn wir jetzt wieder gewinnen, dann haben wir wieder unsere 10 Punkte Vorsprung, ne? Das ist lecker, statt jetzt. Ey, das kann. Wir wären schon längst als Meister gefühlt durch, wenn wir mal unsere Hausaufgaben machen würden. Über einen Spieltag verlieren wir, dann gewinnen wir und bei Bayern ist es genau andersrum. Wobei, noch haben wir ja auch nicht gewonnen und die verloren, ne? Muss man ja auch so sagen. Frimpong! Den hätte ich gern wirklich in Dortmund. Den habe ich mir, ich habe ja mal eine Saison Dortmund gespielt, direkt Triple geholt. Da habe ich glaube, nee, ich habe mir Davis dann geholt für die zweite Saison. Nicht Frimpong, Frimpong war zu teuer. Und dann habe ich die zweite Saison nicht mehr gemacht. Weil zu einfach. Aber was heißt zu einfach? Aber ich wollte hier Erkenschwick-Patch, ne? Jawohl, Stuttgart! Nein! Ach, Nico Schlotterbeck, ey, der trifft ja auch niemals den 16er. Oh, Glück gehabt. Ha, Lecoq. Entschuldigung. Ich verstehe gar nicht, warum die so abkacken in der Liga. Die haben doch... besseres Team als ich, würde ich. Dortmund und Bayern haben höhere Stärke als ich am Anfang der Saison. Alter, wie gut. Okay, mein Torwart ist, ach, heute die Rumquäsch, ey. Das nennt man Emotion. Kennt man aus Ziff nicht. Milliardär. Oh, je Gott im Himmel. Warte, wen? Wen hast du denn? Ich mach mal kurz. Oh, ich habe leider keine Anteile. Ich habe alles Investor verkaufen lassen. Damit ich überhaupt Geld hab. Ich war eine RB Leipzig-Hure. Kein Wechsel mehr möglich, okay. Ah, stimmt, hatten ja einen Verletzten, ne? Komm. Fangen wir ab. Nee, das ist nicht abfangen. Ja, stark. Ah, okay. Das ist natürlich dann geil. Mokoko ist, glaube ich, wie... Wo ist er? Stärke 12, irgendwas hier? Ja, ey, ohne Investor ist das ja unmöglich gefühlt. Zumindest relativ schnell hochzukommen, ne? Ja, genau das. Genau das. Sonst kannst du ja gar nichts machen. Infrastruktur, Finanzen. Spielergehalt von Endrick bezahlen. Ja, das Problem ist, ich habe halt... Du hattest Potenzial Mittel, ne? Ich habe halt Potenzial klein. Ich krieg keine Fans ins Stadion. Also wenn jetzt nicht gerade Dortmund, Schalke, Bayern oder so ist, dann
teilweise 10.000 oder so. Ja, okay, so viel habe ich nicht bekommen. Ich habe immer nur so 100 bis 200 Millionen bekommen. Okay, dann hat man wirklich Geld in Überfluss. Ja, nehmen wir mit, ne? Da sind wir wieder auf die 10 Punkte. Ah, und nächsten Spieltag wieder auf die 7, ne? Wie immer. Ergebnis? Gut. Wie, wann sehen wir? Das ist mein Verein. Was soll ich denn sonst sagen? Man weiß nie. Quatsch, das ist mein Verein. Colin Schatzel. Wie alt ist denn der? Wie ich, jung und wild. Wir sind beide 41. Also hier im Spiel. Ich bin denn eigentlich nicht 41. Ach, leck mich. Öffentlichkeit kann mich eh. Ach, ist wieder ein Bug. Gut. Da sind wir wieder bei 10 Punkten. Danke, Stuttgart. Leipzig hat auch verkackt. Danke, Hamburg. Schmeckt. Was ist er denn für einer? Geile Friese. Ach du Scheiße. Naja, so viel Geld habe ich leider nicht. Und kein Investor mehr offen. Ja, wenigstens ist mein Torwart mal zu null geblieben. Passiert ja nicht so häufig. Niederlande und Argentinien. Krass. Warum Niederlande? Ach, wegen Feyenoord wahrscheinlich dem Spiel. Ja, ja, komm mal fertig. Wehe, wir gewinnen nicht. Ich habe noch nie Tor des Monats gehabt. Ja? Ja? Wir sind Tor des Monats! Der Freistoß! Endlich lasse ich mal meine Innenverteidiger Freistöße schießen. Moment mal, das ist unser Torwart. Selbst unser Torwart kassiert Tor des Monats, wenn er gar nicht... Ach komm, ist egal. Ja komm, juckt mich nicht, bin ich nicht dabei. Ich muss... los. Ach, keine englische Woche. Oh, ich dachte, wir hätten eine. Das ist gut. Bla 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 bla, bevor ich das vergesse. Hier, das wollte ich dich noch fragen, bevor ich mich verpieseln muss. Hier. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Fans zu steigern, außer das und das hier? Weil ich habe 111.000 Fans, nur 2.400 organisierte. Und ich krieg die halt nicht rein. Und wie gesagt, ich habe Potenzial halt klein. Das ist das Problem vielleicht. Aber gibt's noch irgendwas, was man machen kann? Ach, scheiße. Weil ich habe 60.000 Stadion, ne? Und es kommen halt 21.000 im Durchschnitt nur. Teilweise 10.000, gegen Dortmund halt 60.000, manchmal 5.000. Das ist halt echt zum Kotzen. Weil da geht mir so viel Geld mit Flöten. Ja, ich krieg ja im Grunde 1,5 Millionen oder so im Durchschnitt nur. Ich meine, meine Stadt ist auch nicht groß. Nee, Eintritt habe ich hier diese grinsenden Smileys auch noch. Aber noch niemals so mittel, sondern so richtig grinsend. Aber ich glaube, es liegt halt an, ne, an meiner Stadt und an meinem Potenzial. Schade. Muss ich halt mit leben. Dass ich nicht Dagobert Duck bin. Aber manchmal ist sie auch ausverkauft, wenn Dortmund oder so kommt. Ich muss jetzt auf jeden Fall los. War ein kurzer Stream, aber ist auch egal. Danke für dabei sein und für die Tipps. Das hilft mir immer, weil ich dumm bin. Von daher, haut rein. Ciao.